Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cestiria. Beim letzten Mal haben wir unter anderem erfahren, dass diese Kinderbanden, die ja auch uns schon mal versucht haben zu überfallen, vor allem auch verwundete Soldaten versucht haben zu überfallen, dass sie das nicht aus eigenen Stücken getan haben, sondern weil sie von irgendjemanden angeheuert wurden, wie wir von den fast toten Kindern erfahren haben. Wer das ist, wissen wir allerdings nicht, aber dazu werden wir wahrscheinlich später noch weitere Nachforschungen anstellen. Und dann haben wir beim letzten Mal natürlich auch den Segen hier in Pendrago wiederhergestellt. Wir haben einen Schutzseraphen, nämlich Morgrim, die überproportionierte Katze, gefunden, die ab sofort hier als Herrscher des Landes dient. Und damit haben wir auch hier in diesem Gebiet einen Herrscher des Landes. Das kann ja auch nicht schaden. Und man merkt schon, die Bosheit hier in Pendrago geht mehr und mehr hinfort. Wenn man bedenkt, als wir das erste Mal hier waren, wie viel Bosheit hier in dieser Stadt schwebte, haben wir jetzt schon eine ganze Menge getan. Aber wir haben noch nicht alles getan, denn ich glaube, wir haben noch eine weitere Mission hier. Denn, oh ja, ich habe von einem Hirten in Rolons gehört und der soll sich doch eventuell hier in Pendrago befinden. Dann schauen wir uns hier noch ein weiteres Mal ein bisschen näher um und suchen nach Hinweisen eventuell. Der Schreinkirche können wir natürlich auch nochmal einen Besuch abstatten. Das hier ist ein großer Ort und man hört alle möglichen seltsamen Gerüchte. Wehklagen in der Nacht, das Erscheinen des legendären Hirten. Solche Sachen. Aber das ist ja einer der Gründe, weshalb es solchen Spaß macht, hierher zu kommen. Das ist geradezu stimulierend, könnte man sagen. Ja, und all die Gerüchte sind sogar auch noch wahr. Denn beim letzten Mal haben wir eine riesige Katze besiegt, die sich als eben Schutzseraphin Merkrim herausstellte. Nachdem wir die Katze besiegt haben, hat sie sich natürlich auch wieder in ein Seraphin zurückverwandelt. Hey, wanna go ask them about the Iris gems? Alrighty, I'll go ask. Will you be alright? They look pretty sketchy. Leave it to me. All merchants are like family. Money keeps us together. Are you sure about this? Let's just leave it to Rose. We're not savvy enough to know when we're being tricked. Yeah, speak for yourself. I got it. They said they saw an iris gem in the ruins north of here. A ruin in the north? Weird. Why do they keep laughing? Are they laughing at me? They think you're a phony shepherd and that I'm a victim of your con artistry. They've got it wrong. It can't be helped. There are many who claim to be the shepherd. But still, to be treated like a con artist? No point in arguing with them. Yeah. It's way better to be laughed at than to be frightened of. Das finde ich allerdings auch. Das ist eine gute Einstellung, die Story hat. Bloß nichts anmerken lassen, dann lass sie doch halt über dich lachen. Aber ist natürlich auch irgendwie unglaubwürdig. Wie Wolf gerade sagte, viele geben sich natürlich in der Zeit als der Hirte aus. Von daher haben sie nichts anderes übrig als ein müdes Lächeln. Okay, wir sollen also in eine Ruine im Norden gehen, um einen weiteren Irisstein zu suchen. Aber das war noch ein anderer Irisstein, das war noch eine andere Mission als die, die ich eigentlich hier wollte mit dem falschen Hirten. Suchen wir in den Gafaris-Ruinen nach Irissteinen. Heißt das, da sind sogar mehrere? Und erinnert ihr euch an die Gafaris-Ruinen? Da war ich ja schon einmal, aber konnte da nicht besonders weit kommen, weil wir noch nicht alle unsere, ja, ich sag mal, Hirteneigenschaften hatten. Wir haben jetzt mittlerweile auch die Gigantenkraft dazu bekommen. Und von daher sollten wir dort jetzt mittlerweile alle Passagen betreten können. Ich denke, das werden wir auch demnächst machen. Aber vorher können wir auch nochmal bei der Schreinkirche vorbeischauen. Und vielleicht auch noch nach weiteren Hinweisen suchen bezüglich dieses falschen Hirten.
Dann schlagen wir gleich noch mehrere Fliegen mit mehreren Klappen. Und da hinten sehe ich schon einen weiteren Irisstein. Was ist da hinten denn los? Großes Menschenaufkommen. Ach, und das ist doch der falsche Hirte, den wir auch schon in Gododin begegnet sind. Und dahinter steht doch Sergei, wenn ich das richtig sehe. Ja. Thank you for taking the time to come today. Lo, I am the shepherd, Malfor. Hey, tell me, shepherd. Is it really true that you saved the plagued city? Oh, it was nothing. I just helped the Princess of Highland a little by building a bridge in a single day. Then what about the Battle of Glaivend? Did you really stop the war? Why, it was easy. All I did was tell them that this isn't the time to be quarreling with one another. It was a hard battle, but I was able to gain support from the Roland's Knight Squad. Isn't that Captain Sergei from the Platinum Knights? Then it might not completely be a lie. Luckily, I managed to do it without getting caught. I suppose the knights wouldn't just let some mere imposter do as he pleases. So you mean to say this bloke must be an actual shepherd? It matters not what I am, but please, no matter what, believe in the blessing of the Seraphim. That is the only way to bring salvation to this world. If the people desire it so, I, the Shepherd Malfor, shall put my life on the line to deliver their prayers! Shepherd Malfor! Shepherd Malfor! May the Seraphim's blessing cover the world! This is ridiculous. Sarai's the one who did those things. And I'm sure Sergei knows that too. There must be a reason. Probably. Vielleicht, um Sorway aus irgendwelchen Gründen zu schützen. Aber immerhin hat dieser falsche Hirte einen vernünftigen Satz durchgebracht, nämlich den, dass die Leute an die Seraphim glauben sollen. Und es ist doch egal, im Grunde genommen, wer das getan hat. Hauptsache, die Menschen glauben wieder an die Seraphim. Wie es dann zustande kommt oder zustande kam, ist im Endeffekt scheißegal. Können wir uns mit Sergei unterhalten? Dafür gibt es keine Entschuldigung. Vergib mir, sorry. Okay, den Hintergrund dazu, warum er das tut, erfahren wir wohl erst später. Malfor, allein schon der Name. Um den Segen der Seraphim zu sichern, brauchen wir einen geeigneten Träger und jemanden, der die Segnungszeremonie führt. Hergehört, eure Spenden bitte. Was ein Arschloch, ey. Jede noch so kleine Gabe hilft. Und er will natürlich nur eins davon machen, nämlich Profit schlagen. Was ein Arschloch, echt. Okay, aber wir als der echte Hirte sollten uns da vielleicht erstmal noch ein bisschen zurückhalten. Please wait, Shepherd Sorey. There's a reason behind Malfor's actions. I'm sure. I trust Sergei. We're quite unsure how he worked his way in, but Malfor has been a favorite of General Tuller. And so, the General has ordered the Knight Squad to protect the Shepherd, Malfor. That's the reason? They are just pawns of the Empire, after all. General Tuller also has a close relationship with the Imperial Majesty, and no more excuses! Whatever the reason is, it is clear I have sullied your honor. I can only apologize. Not sure I had honor to start with. Anyway, it was nice to see that people expect so much from the Shepherd. It's a good sign. What a gentleman. Gentlemen, Schmentlemen, what were you doing just standing around? I'm afraid I could do not. Knowing all the while who the true Shepherd was. Looks like they took advantage of just how earnest you are. It's pretty ironic. The less affected by malevolence you are, the harder it is to live an honest life. Such is the human condition, I suppose. Even so, that is how humans live.
It's tough. Ja, das Leben ist hart. Das Leben ist kein Ponyhof. Okay, aber haben wir damit diesen Punkt komplett abgearbeitet? Sieht fast danach aus. Denn momentan haben wir dazu keine weitere Gesprächsoption. Wir können Sie hier nochmal fragen, gibt es Neuigkeiten über die Mörder der Kinder? Nee, da sagt sie noch nichts Neues. Ich denke, da werden wir irgendwann automatisch dann drauf hingewiesen. Dann haben wir eigentlich nur noch einen Ort abzuklappern. Und zwar die Schreinkirche. Da gucken wir auch nochmal eben ganz kurz vorbei. Wo sie wahrscheinlich auch die Schutzseraphinen. Gibt es eine weibliche Form von Seraphin? Ich sag einfach der weibliche Schutzseraphin. Die dicke Katze. Alias Rollo. 2.0 befindet. Höchstwahrscheinlich. Ach, guck mal, wer da ist. Der ist auch überall da, wo wir sind. Huh? Wasn't that Maven? Someone you know? Kinda. He's family to me, in a way. How marvelous. Maven has been a great help to all of us. To the church? How so? It's a bit embarrassing, but he has been teaching us many of the ancient legends that were once lost to the church. Literature, legends, ruins. It is quite humbling to realize the true breadth of his knowledge. Yep, that sounds like Maven. I guess he wasn't faking the whole explorer thing after all. Oh no, I forgot to give him a thank you gift. Ah, don't worry about it. Trust me, he won't mind. No, I really must. Oh, but I am already running late for my church duties. We could bring it to him, if you like. I'm dreadfully sorry. Would you be able to? He said he was heading to the Gefaris ruins to meet with some old acquaintances. Ach, was ein Zufall. Da wollten wir sowieso auch noch hin. Aber der Priester hier hat ganz schönes Vertrauen in uns. Hat uns einfach so geglaubt, dass wir ihn kennen. Wir hätten ja ihm noch sonst was erzählen können. Und er hat uns das einfach überreicht. Was hat er uns da überreicht? Nachricht an Maven. Okay. Und ich glaube, dieser Maven, der spielt in der ganzen Geschichte eine größere Rolle, als es momentan den Anschein hat. Hm. Aber keine Ahnung, welche Rolle genau. Maven hat gesagt, er geht zu den Gafferis-Ruinen, um sich mit einem Freund zu treffen. Hm, auch interessant, mit einem Freund. Und zu den Gafferis-Ruinen wollten wir sowieso hin. Und schaut mal, wer da fast wie eine Königin vor der Schrifttafel sitzt. Schutzseraph Morgan. Wie spricht man eine Katze? Ich habe keine Ahnung. Puh, den Segen einer großen Stadt aufrechtzuerhalten kostet ganz schön viel Kraft. Aber es ist schön, wenn man sieht, dass man eine Aufgabe erfüllt. Sehr schön, immer schön motiviert bleiben. Rollo 2.0, das ist wirklich sensationell. Aber ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch nichts mehr zu schaffen. Rose? Rose, ich wollte nochmal mit dir quatschen. Okay, Rose ist verschwunden. Ach, da war sie auf einmal wieder. Und jetzt ist sie wieder weg. So schnell geht das. Die Bischöfe waren immer sehr dankbar für die Unterstützung. Sie sagen, dass die freundlichen Gedanken und die Ergebenheiten Mautellus sicherlich erreicht haben. Ja, und dieser Mautellus, da bin ich mir relativ sicher, befindet sich auch noch hier in der Schreinkirche, auch wenn man momentan seine Präsenz nicht spüren kann. So, haben wir neue Gesprächsoptionen. Sieht... Oh, doch, wir müssen Maven dieses Dankgeschenk überbringen. Sie sagten, er wäre bei den Gafferis-Ruinen, nördlich von Pendrago. Da müssen wir ein gutes Stück wandern, aber das kriegen wir schon hin. Und wir wollen ja sowieso dorthin. Ich weiß, dass Sorgen nichts bringen. Aber mein Mann ist an der Front im Osten und ich bin wirklich wahnsinnig vor Sorge. Okay, hier
geht das Leben mehr oder weniger wieder seinen gewohnten Gang, nachdem der Dauerregen hier aufgehört hat und die Bosheit mehr und mehr verschwindet, Gott sei Dank. Aber gut, liebe Leute, ich denke, in Pendrago selber haben wir jetzt auch nichts mehr momentan zu erledigen. Deshalb suchen wir uns mal eben schnell einen weiteren Speicherstand und reisen dann direkt zu den Gafferis-Ruinen. I just noticed, whenever Mikleo gets angry, it always has something to do with Saray. What? That's not true. Then what's with that response? Come on, you guys are family. Ja, und manch einer möchte sogar sagen, sogar ein bisschen mehr als Familie. Aber darauf möchte ich eigentlich nicht eingehen, denn die beiden sind wirklich wie Brüder. Nicht mehr und nicht weniger. So, dann habe ich das auch mal gesagt. Denn so manch weiblicher Fan hat sich auch schon so eine Beziehung zwischen den beiden vorgestellt. Aber das möchte ich mir mitnichten nicht weiter vorstellen. Deswegen ganz schnell weg von den Gedanken. Ich wollte zu einem Speicherstand. Und in Hotels müssten normalerweise immer Speicherstände sein. Und dann werden wir diese natürlich auch nutzen. Was war das denn da gerade für ein Sternchen bei Morgrim? Okay, ich glaube, das gehört einfach nur zum Avatar von Morgrim. Dieses Sternchen da. Sieht irgendwie besonders aus. Aktuell ernannt dann... Ach, stimmt! Das habe ich auch die ganze Zeit immer vergessen, dass wir in den verschiedenen Gebieten bei den verschiedenen Herrschern des Landes irgendeinen Normin einstellen. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Machen wir hier einfach mal Verteidigung plus 4%. Wir können auch nur einen einstellen, ne? Ja, wir können nur einen einstellen. Dann machen wir mal Defense. Achso, Defense, ja. Wie im Englischen steht natürlich für Verteidigung. Dann stellen wir den halt mal ein. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder reisen. Und zwar zu den Galahad-Ruinen. Oder auch nicht. Okay, das Ziel, die Mission hat sich gerade eben zerschlagen. Können wir eigentlich auch direkt in den Dingenswald, in den Volkranwald? Ja, können wir. Aber nach Highland können wir weiterhin noch nicht zurück. Okay, dann hat sich das mit den Ruinen auch erstmal erledigt, da wir momentan dort nicht hin... Wobei, die sagten doch nördlich von Pendrago. Da müssen wir doch theoretisch hinkommen. Wisst ihr was, wir gehen mal eben ganz schnell zu Fuß. Denn mit der Schöneigenschaft von Dessel können wir uns noch ein bisschen schneller fortbewegen. Nördlich. You sure had a grim look on your face when we left Pendrago. I've got vengeance to seek in that town. Okay. Er scheint mit vielen und vielem und vieles eine offene Rechnung zu haben. So, mal ganz kurz auf die Karte. Das sind doch die Gafferis-Ruinen. Warum konnten wir denn da vorhin nicht hinreisen? Ich bin verwirrt. Okay, dann gehen wir eben zu Fuß. Keine Ahnung, was das soll. Auch leider ist der schöne Effekt jetzt weg. Aber halb so wild. Zwar sagte Rose, das sei ein ganzes Stückchen zu wandern, aber es geht ja dann doch einigermaßen schnell. Und was wir auch noch machen könnten nach den Gafferit-Ruinen. Oh, da haben wir noch ein bisschen Grünzeug, was ich so alles übersehen habe, Rosmarin. Was wir danach machen könnten, wir könnten zum Beispiel zur großen Camelot-Brücke mal reisen, nur um zu schauen, ach jetzt habe ich auch wieder vergessen, was ich noch kaufen wollte, nämlich Trinke des Lebens. Auf jeden Fall könnten wir noch die zwei, drei Gegenden aufrufen, wo zuvor die starken bösen Domänen herrschten und wir kaum vorwärts kamen. Könnte ja gut sein, dass wir die Gebiete mittlerweile auch betreten können. Aber eins nach dem anderen. Erstmal wieder einen heiligen Trank zu mir nehmen. Oh, wir haben nur noch 4 Tränke des Lebens. Eigentlich müsste ich nochmal in die Stadt zurück und
uns neu ausrüsten, aber wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal nicht. Stattdessen speichern wir vor den... Ich habe die Ruinen schon wieder vergessen, wie die heißen. Gafferes Ruin, so heißen die. Und dort werden wir jetzt mal hinreisen. Beziehungsweise wir stehen ja direkt davor. Aber ich bin gerade verwirrt. Doch, wir müssen auch in den Gafferes Ruin nach dem Irisstein suchen. Also haben wir gleich zwei Gründe, hier ein weiteres Mal einzutreten. Ach, und schau einer an, da sind auf einmal auch ein paar Leute. So, where did they say they saw the Iris Gem? Whoops, I forgot to ask. I didn't really want to talk to them for long. Fine, let's find it ourselves. Na gut, wir wollen uns da sowieso ganz, ganz gründlich umschauen, wobei haben wir ja schon einmal getan. Looks like it's been ransacked. Of course it has. Think of the clientele that come here. It's the looting I'm mad about. Yeah. So, was sagt der Plünderer denn? Mabel hat gesagt, er müsse etwas bei der großen Camelot-Brücke erledigen. Zu schade, ich hatte gehofft, wir könnten uns bei einem Krug Bier entspannen. Das war eine lange Reise. Okay, danke für den Hinweis. Und da haben wir gleich mal wieder einen weiteren Grund, zur Camelot-Brücke dann zu reisen, nachdem wir die Ruinen hier fertig erkundet haben. Ich habe mein Leben als Krimineller aufgegeben. Mavins Name darf daher nicht besudelt werden. Das, und ich will nicht, dass er mich nochmal ins Gesicht schlägt. Das ist vielleicht noch größere Argument. Also Maven scheint auch kampftechnisch etwas drauf zu haben, so wie es aussieht. Falls Maven etwas zugestoßen sein sollte, werden wir unsere Messer wetzen. Er nahm sich die Zeit für Raufbeute wie uns, ehrliche Arbeit zu finden. Wir sind ihm etwas schuldig. Also dieser Maven scheint wirklich durch und durch voll in Ordnung zu sein. Gut, dann betreten wir ein weiteres Mal die Ruinen. Wo wir beim ersten Mal leider nicht alle Gebiete betreten konnten, weil sie mit solchen Toren versperrt waren. Ich erinnere mich. Und es gab immer von Zeit zu Zeit irgendwelche Symbole an der Wand, wo wir unsere Eigenschaften, unsere Hirteneigenschaften einsetzen mussten. Oh, was schreist du denn? Ich habe mich richtig erschreckt. Essen ist fertig. Ja, freu dich, ein Mango-Sorbet. Auf jeden Fall kommen wir hier anscheinend noch nicht weiter. Dementsprechend müssen wir erstmal den anderen Gang entlang gehen. Und ich denke, mit Gegnern sollten wir hier drin auch keine Probleme haben, solange der heilige Trank wirkt. Hat Boss noch was Neues zu sagen? Nö. Wir scheinen Maven knapp verpasst zu haben. Er ist wirklich schwer festzunageln. Komm, greifen wir ihn an der großen Camelot-Brücke. Ja, alles zu seiner Zeit, liebe Rose. Vorher wollen wir hier noch nach Irissteinen und nach Ausschau halten. Ich glaube, hier waren nur Truhen. Kann das sein? Eine Goldtruhe. Auch hier bitte die Erinnerung, sobald wir den Goldschlüssel irgendwann mal gefunden haben, dass wir auch hierher nochmal zurückreisen müssen. Die Gafferit-Ruin. Zwei Truhen sind in der Ninderhöhle. Ah, da werden wir noch einige Orte auf jeden Fall nochmal betreten müssen. So, wo ging es hier? Da waren, glaube ich, die ganzen Sarkophage, genau. Die wir uns schon beim letzten Mal angeschaut haben. Trotzdem gehe ich nochmal eben schnell den... Ah, guck mal an, da ist nämlich ein Symbol. Nämlich das Erdsymbol. Und Sesam, öffne dich. Ein Gang ist erschienen. Den werden wir auch gleich mal betreten. Trotzdem noch kurz vorher hier geschaut. Wo es hier hingeht. Wahrscheinlich auch in eine Sackgasse. Oder da ist ein Gitter davor. Ja, hier ist das Gitter davor. Ach, und schon wieder. Habe ich das beim letzten Mal auch hier übersehen? Oder wachsen diese Pflanzen eventuell sogar nach? Kann das sein? Habe ich mich so ungründlich umgeschaut? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sei es drum.
Die Pflanze ist mit eingesteckt. Und dann gehen wir mal den Weg, der sich uns gerade geöffnet hat. Aber ist das angenehm, wenn diese Zwischengegner einen nicht immer dazwischen funken und einen zur Weißglut treiben? So, da kommen wir in einen neuen Abschnitt, so wie es aussieht. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Jetzt sind wir wieder auf dieser Etage. Mal gucken, was wir hier sehen, machen können. Eine Bronzetruhe mit einem grellpinken Shirt. Davon haben wir, glaube ich, schon eins. Können wir später also dementsprechend fusionieren. So, hier können wir mit Desits Eigenschaft rüber. Da sind noch ein paar Sarkophage. Was haben wir hier? Okay, können wir öffnen. Ich dachte, das wäre jetzt mit einem Rätsel oder so verbunden, aber nö. Stattdessen extra Loot. Finde ich immer gut. 4250 Gold. Und einen heiligen Trank können wir auch sehr gut gebrauchen. Wie sieht es Gold technisch? Oh, 40.000 haben wir mittlerweile zusammengesammelt. Und eine Spielzeit von über 32 Stunden bereits. Und ich habe immer noch so im Gefühl, das Spiel hat immer noch nicht so richtig losgelegt. So, hier noch ein bisschen Lavendel. Und unsere Gigantenkraft scheinen wir hier häufiger zu brauchen. Denn so können sich neue Pfade öffnen. Es geht wieder abwärts. Ach, und schau mal einer an, wer da einsam sitzt. Ein kleiner Normie. Und zwar Mirak. SK-Wiederherstellungsgeschwindigkeit bei Verteidigung plus 4%. Das klingt jetzt nicht so besonders. Und das hau ich einfach mal auf irgendwelche Kalzitstiefel mit drauf. Damit Mirak zum Herrscher des Landes transportiert wird. Ach, und guck mal, da kommen wir jetzt in ein ganz neues Gebiet, noch weiter abwärts. Ich dachte gerade, die Musik hätte sich verändert, aber war, glaube ich, nur meine Einbildung. Und das scheint auch schon die letzte Etage zu sein. Und höchstwahrscheinlich, wie kommen wir hier durch? Ne, unsichtbar machen nützt natürlich auch nichts. Aber können wir die Tore irgendwie öffnen? Oder gibt es einen Zentralmechanismus? Das wird es wahrscheinlich sein. Windeigenschaften nützt auch nichts, ne? Das wäre irgendwie Schwachsinn. Oder auch nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass wir so da durch können. Und hier haben wir eine weitere Goldtruhe. Na wunderbar. Eine scharfe Nadel. Sehr schön. Ein Assassin-Dolch für Rose und noch ein bisschen mehr Gold. Na toll, das muss mir doch mal jemand erzählen, dass ich so hindurch kann. Gut, dass ich das doch noch getestet habe. Dann machen wir dasselbe auf dieser Seite auch nochmal. Und wir müssen dann auch nochmal in die unteren Etagen zurück. Werden wir hier Gletscherohrringe für Sorway finden und Käsekuchen. Und auch noch ein heiliger Trank zubereitet von lieben Mikleo, vielen Dank. So, Ausrüstung, mal kurz die Ohrringe angucken. Was die so können, die Gletscherohrringe. Die Magierbär geht ordentlich nach oben, okay. Wasserangriffskraft plus 10%. Unfähigkeit gegen Apport-Gegner, Verzeihung, auch plus 10%. Aber die Radius-Ohrringe sind fast auf Maximum, deswegen den nächsten Kampf werden wir auf jeden Fall noch mit diesen Ohrringen kämpfen. Und ich denke, der nächste Kampf, er steht uns kurz bevor, wie dieser Speicherstand schon stark vermuten lässt. Habe ich hier noch irgendwas anderes? Sieht nicht so aus.
Liebe Freunde, dann würde ich sagen, mit einem Blick zur Uhr, das passt sehr gut. Dann machen wir an dieser Stelle den nächsten Schnitt. Und beim nächsten Mal werden wir die Gafferis-Ruinen dann fertig erkunden. Dann weiter wahrscheinlich zur Camelot-Brücke reisen. Versuchen dort Maven zu treffen. Und dann wird es langsam aber sicher Zeit, mal irgendwann mit der Hauptstory weiter zu fahren, fortzufahren. Aber soweit sind wir noch nicht. Was beim nächsten Mal hier in den Gafferis-Ruinen noch auf uns lauern wird, erfahren wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Zestiria. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.